Also, was hat der Gute? Plus 2 Projektile. Projektile können einmal öfter durch Ziele durchdringen. Plus 10% Schaden für jede unterschiedliche. Für jedes unterschiedliche. Ne, für jede unterschiedliche Stufe 1 Item-Instanz. Heißt das, man darf die dann nicht auf Stufe 2 upgraden, die Items? Du kannst keine Nahkampfwaffen ausrüsten. Minus 400% Schaden. Minus 50% Genauigkeit. Und Schadenmodifikatoren werden um 80. Okay. Welche Waffe hat denn ganz viele Projektile? Beziehungsweise, nee, warte mal. Man nimmt, glaube ich, eher eine Waffe, die wenig Projektile hat, damit es umso mehr Sinn ergibt, oder? Mal guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel. Wenn ich zum Beispiel eine Schrotflinte nehme. Ich versuche jetzt mal das mal mit meiner Logik zu erklären. Wenn ich jetzt eine Schrotflinte nehme und die hat schon 3 Projektile, ne? Ne, die hat schon 4 Projektile. Und ich gebe ihr bloß 2 Projektile hinzu, ne? Dann habe ich ihre Projektilanzahl um 50% erhöht. Wenn ich jetzt aber eine Waffe nehme, die hat nur ein Projektil und ich gebe ihr 2 dazu, dann habe ich ja ihre Projektilanzahl um 200% erhöht. Das heißt, die Schrotflinte erhält einen 50% Boost und eine MP zum Beispiel bekommt aber einen 200% Boost. Noch geiler wird es bei Explosionswaffen. Weil du ja jetzt. Weil du dann ja dann 3 Raketen quasi abfeuerst, ne? Statt eine. Der Schaden steht leider da bloß ein. Aber der macht ja auch riesen AOE-Schaden. Boah, da gehen wir auf die ätherischen und machen damit dann diese Max-LP für jeden 20. Gegner. Was für ein Bonus bringt denn eigentlich ätherisch? Mal ätherisch ausprobieren. Ich weiß halt nicht, was der Bonus überhaupt von ätherisch ist, wenn man dann mehrere davon hat. Und wie oft die im Shop auftauchen werden. Wenn es zu selten im Shop auftaucht und ich keine Waffen kaufen kann, habe ich ein Problem, wa? Plus Ausweichen, minus Rüstung. Oh Gott, okay. Ätherisch ist Glaskanone quasi. Das heißt, Glaskanone ausweichen ist ja geil, aber Minusrüstung. Es ist wieder eins im Shop. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, könnte was werden. Seltsamer Geist, so ein riskantes Ding. Plus 3 Max-LP, ich sag, übelst geil, vor allem schon für den Anfang, ne? Aber dann mit jeder, also dann beginnt man die Welle aber nur mit einem LP. Das ist riskant. Echt riskant. Oh, zieht euch das rein, ich habe gleich 3 Waffen. Wir fangen mit 3 Waffen an. Eigentlich nicht schlecht. Jetzt bin ich mal gespannt.
Könnte was werden. Hey, Stefan, alles fit? Welle 2. Ernte oder Glück? Beides ist relativ gut am Anfang eines Runs. Nehmen wir mal die Ernte zuerst. Max LP. LP werden wir gut aufbauen durch die Waffen an sich. Brauchen wir eigentlich gar nicht so viel draufsetzen. Die Waffen werden jetzt durch jeden 20. Kill, werden die uns LP, maximal LP erhöhen. Wir könnten entweder in Richtung Ausweichen gehen. Das wird sowieso schon von den Waffen geboostet. Brauchen wir eigentlich nicht so sehr. Oder dann Richtung Reichweite. Was scheiß drauf, LP. Und den sperren wir. Oh, den XP-Bonus wollte ich erstmal nehmen. So früh wie möglich. Und das sperren wir auch. Du legst dich nochmal ins Bettchen. 3 Uhr Nachmittag am Sonntag. Na dann. Ruh dich schön aus. Aber nicht krank werden, ja? Ganzen Tag müde, das klingt nicht gut. Komm schon, kill noch ein paar. Kill noch ein paar. Ah, Schaden fehlt ein bisschen. Ein bisschen müssen wir noch am Schaden arbeiten. Also das machen wir jetzt damit. Als 4 Waffen. Mehr Schaden und mehr Gegner. Den Gecko sperren wir. Und das Ding sperren wir. Ja. Und die Ernte eigentlich auch. Gut. Zu lange Pokémon gezockt. Der Stefan war bestimmt wieder Kanu fahren. Oder Kajak fahren. Langsam wird das was. Gefällt mir. Lebensentzug wäre nicht schlecht, aber 1%, ja. Ach, minus Schaden ist schon krass, ne? Das ist schon krass. Und die Ernte nehmen wir. Max LP oder ausweichen? Ich glaube, wir kommen so oder so auf die 60, oder? Nee. Komm, ich mach's mal. Dann fangen wir an mit dem Coupon. Dann. Das Zepter. Und den Dünger. Das Gecko-Baby reicht's nicht mehr. Einmal neu würfeln. Sperren. Sperren. Okay. Ich könnte mir auch vorstellen, die Uzi wäre hier auch richtig abgegangen. Also eine Uzi, die halt so schon übelst losrattert und dann aber statt einem Schuss 3 Schüsse gleichzeitig durchrattert, kann auch schon richtig geil werden. Da war ich fast draufgegangen. Wäre ich fast draufgegangen. Lebensregeneration. Ich weiß ja nicht. Lebensregeneration finde ich eher uninteressant. Da finde ich Lebensentzug viel besser. Alles nicht so prall. Reichweite halt. Ausweichen. Ist
nehmen wir das Zepter, das letzte. Was? Ach nee, kaufen. Meine ich. Lebensentzug, wo wir gerade davon sprechen, ne? Nehme ich das mal. Was gibt's hier Feines? Minus Crit-Chance. Haben wir eh keine. Könnten wir theoretisch nehmen. Minus Angriffstempo, das ist nicht schön. Das sperren wir auf jeden Fall für nächste Runde. Und das eigentlich... Den Ernte so früh? Ja, machen wir das so. Tempo. Ich glaube, ich nehme noch Ernte. Jetzt nehmen wir das Geisterzepter und einen Baum hole ich mal. Können wir immer mitnehmen. Kombinieren. Und ätherisch. Baum. Boah, ich kann mir gerade echt nicht leisten, das Zeug zu kaufen, was mir gefällt. Das könnte auch interessant werden, weil es ja Schaden macht, basierend auf meinen HP. Hä? Ja, was ist das? Das müsste doch HP sein, ne? Aber 50% von 42 sind doch nicht 8. Hä? Naja, egal. Wie ganz meine Max-HP hochgehen. Finde ich sehr schön. Glück. Hier nehme ich mal das Lebensentzug. Mit Crits haben wir hier nicht viel am Hut. Rüstung wäre mal nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen gegenwirken könnten. Weil viel HP, aber dann keine Rüstung. Ein bisschen scheiße. Aber Schaden gegenwirken wäre auch nicht schlecht. Hier ist doch das jetzt erstmal. So, und da gehen wir wieder Minusrüstung. Boah, 16 Ernte. Sammelreichweite. Und Ernte. Das Ding. Ja, noch ein Zepter. Sehr schön. Ich würde sagen, passt so. Welle 8. Der kriegt hier nicht down. Das ist ungünstig. Das heißt, ich muss ausweichen. Da fehlt halt noch so ein bisschen der Schaden.
zum Baum, zum Baum, zum Baum. Oh, da ist keine Kiste rausgekommen. Ja, das nehme ich. Nahkampfschaden, LP-Regeneration. Oh Gott. Glück. Ja, Glück halt. Nice. Cyberball, Chance von 25%. Einem zufälligen Gegner einen Schaden, basierend auf Glück. Zuzufügen, wenn ein Gegner stirbt. Aber ein Schaden ist doch gar nichts, oder? Wie viel machen wir hier? Oh, wir machen auch plus 4. 9. Oh, wenn wir noch ein bisschen an Glück arbeiten, könnte das was werden. Mal schauen. Max LP ist geil, aber plus Gegnertempo, so vor sowas habe ich immer Angst. Wenn ich dem Gegner nicht mehr weglaufen kann, habe ich ein Riesenproblem. Gerade richtig weh. Oh Gott, warum sind das so viele von diesen Stacheln explodierer? Okay. Was ist das? Plus 3% ausweichen und plus 20% ausweichen, wenn du dich nicht bewegst. Soll ich jetzt stillstehen? Also ausweichen brauche ich eigentlich gar nicht mehr jetzt erhöhen. Da habe ich schon genug. Dann nehmen wir noch mehr LP. Ich würde gern Schaden nehmen, aber in Stufe 1er gegen den Stufe 3er, dann nehme ich den Stufe 3er. Das Tempo Stufe 1, warum? Plus 40% EP bei Welle 9, das nehmen wir. Das Geisterzepter und der Cyberball. Crit-Chance, damit arbeiten wir nicht. 8 LP gegen 4 ausweichen. 20 Lack nehme ich erstmal. So viel Lack geschnüffelt. Ja. Erreiche plus 60% ausweichen. Ja. Neue Errungenschaft war das. Weil die 60% reichen leider nicht, um stillstehen zu bleiben. Trotzdem ganz schön auf, ganz schön kassiert, wie ihr seht. Oh Gott! Oh Gott, ich bin am Sterben. Uns fehlt der Schaden. Uns fehlt einfach der Schaden. Fuck, ich bin zu sehr auf Ausweichen und so ein Mist gegangen. Nein, wir sterben. Wir sterben. Nein. Ah, das war so vielversprechend. Der Lauf lief, der Run lief so gut eigentlich. Und war wirklich vielversprechend. Ich bin wirklich nur zu wenig in Schaden reingegangen.
Na, ich wurde jetzt quasi einfach nur überrannt, weil der Schaden nicht gereicht hat. Ah. Aber, ja, wir haben was freigeschaltet. Den Geist. Plus 10 Schaden mit der Waffenklasse Ätherisch. Leute, da können... Minus 100 Rüstung. Aber das Limit für Ausweichen liegt bei 90%. Wir können quasi das gleiche jetzt nochmal bauen. Natürlich mit weniger Projektilen, aber auf der Geisterklasse. Wie klingt das? Ich mache jetzt nochmal 5 Minuten Pause. Ihr könnt ja mal sagen, worauf ihr als nächstes Bock habt. Also auf welche Klasse. Ich würde zum Geist tendieren. Aber ich schaue dann mal, was der Chat gesagt hat. Und wir sehen uns gleich wieder.